bleiben. Gedenken am historischen Ort der ehemaligen Frankfurter Judengasse. Auf einem 2x3 Meter großen Plakat wird an 1300 Kinder und Jugendliche erinnert, die während der NS-Zeit deportiert und ermordet wurden. Ignaz Bubis, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, nahm an der Gedenkfeier teil. Die Initiative ging von Frankfurter Schülern aus. Folgende Situation bitte ich Sie, sich vorzustellen. Sie Börneplatz, das war lange das Reizwort für den umstrittenen Neubau der Frankfurter Stadtwerke, genau an der Stelle, wo Reste der Judengasse gefunden worden waren. Eine gute Stelle finden Frankfurter Schüler, um mit einer Plakataktion gegen das Vergessen anzugehen. Hilda Blumhoff, Margot Buchsbaum, Samuel Kohn, Ruth Menzel, Walter Rosenzweig, Hedwig Stern, Esther Zunz. Insgesamt 1300 Namen von Kindern und Jugendlichen stehen auf der Liste. Sie wurden von den Nazis aus Frankfurt deportiert und in den KZs und Vernichtungslagern umgebracht. Schülerinnen und Schüler der Frankfurter Holbein-Schule haben die Namen der Juden und Sinti und Roma in mühevoller Archivarbeit in den vergangenen Jahren zusammengetragen. Auf den ersten Versuch letztes Jahr, das Plakat aufzuhängen, reagierte die Leitung der Stadtwerke empfindlich. Sie ließ es gleich wieder runterreißen. Dieses Mal unterstützte unter anderem der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, die Aktion. Um an die Verfolgung und Ermordung von Minderheiten in der Gegenwart zu erinnern, stehen auch die Namen der türkischen Opfer von Mölln und Solingen auf der Liste. Zum Ende der Sendung der Blick auf das Wetter. Ja, als Journalist weiß man, wie zeitraubend und mühevoll Recherche sein kann. Umso mehr Achtung haben wir vor dem, was Frankfurter Schülerinnen und Schüler da jetzt zusammengebracht haben. Die recherchierten in den vergangenen Jahren die Namen ihrer jüdischen Alterskameraden, die im Zweiten Weltkrieg deportiert und umgebracht wurden. 1300 Namen. Seit heute Mittag sind diese Namen auf einem Plakat an der Außenmauer der Stadtwerke in Frankfurt zu sehen. Heute wurde das Plakat nun aufgehängt. An der Mauer der Frankfurter Stadtwerke, denn unter dem Gebäude verläuft ein Teil der historischen Judengasse. Die Liste enthält 1300 Namen. Namen von jüdischen Schülern, die von den Nazis deportiert und ermordet wurden. In Auschwitz, Treblinka, Bergen-Belsen, Majdanek oder anderen Konzentrationslagern. 3 Jahre lang kramten Frankfurter Schüler nach alten Dokumenten und Berichten von Schulräten aus der NS-Zeit. 3 Jahre lang kämpften sie mit Behörden und bis zum Schluss auch mit Eltern und Elternbeiräten. Der Elternbeiratsvorsitzende unserer Schule hat in der letzten Lehrerkonferenz in vollem Ernst gefordert, dass alle Schüler Unterschriften der Eltern mitbringen müssen, wenn sie hier an dieser Aktion teilnehmen, weil es ja angeblich einer schriftlichen Genehmigung der Eltern bedürfe, wenn die Kinder mit Herrn Bubis zusammen fotografiert wurden. Verständnis und Hilfe kam von jüdischen Emigranten. Von 1600 Angeschriebenen antworteten 500 mit detaillierten Berichten über das, was damals geschah. Wichtig für das, was heute geschieht. Nach Mölln, nach Rostock, nach Solingen. Gerade jetzt, wo wir wieder erleben, dass aus niedrigen Motiven Menschen umgebracht werden, ohne Grund, nur weil der eine oder andere glaubt, dass er anders sei. Gerade jetzt ist es wichtig, nicht zu vergessen und nicht zu verdrängen.